herzlich willkommen zu eurer Tarot-Übersicht für den Monat Dezember. Du bist genau richtig hier, wenn deine Sonne, dein Mond oder dein Aszendent im Sternzeichen Löwe ist. Und ein kurzer Disclaimer, bevor wir beginnen, dies ist keine persönliche Legung. Das bedeutet, es kann und wird vermutlich nicht für jeden Einzelnen alles 100% in Resonanz gehen. Das ist aber nicht schlimm. Nimm einfach das heraus, was für dich wichtig und richtig erscheint und lass den Rest los, okay? So, das ist geklärt. Lass uns direkt in die Übersicht springen für Löwe im Dezember. Ups, die Welt auf dem Kopf. Okay. Wir schauen ein bisschen weiter. Der Stern. Okay. Und die Königin der Kelche. Ich hörte eben, als der Stern herausfiel, hörte ich nicht von dieser Welt. Es kann also eine Person in dein Leben kommen, die nicht von dieser Welt ist. Diese Person kann ein Krebs sein. Warum ich das sage? Ich weiß es nicht. Ich hatte plötzlich das Bedürfnis, das zu sagen. Diese Person kann ein Krebs sein. Die Königin der Kelche ist natürlich auch ein, ja, es repräsentiert Krebse. Aber ich glaube tatsächlich, das kann eigentlich nicht sein. Aber vielleicht war es in der Single-Legung, weil die sind natürlich schon durch, dass jemand schrieb bei den Krebsen, dass er oder sie einen Löwen kennengelernt hatte. Also möglicherweise ist hier jemand nicht von dieser Welt. Ein Krebs, eine Krebsfrau, ein Krebsmann, der oder die dich von den Socken haut. Okay, sehr emotional, reife Frau oder Mann, emotional sehr ausgeglichen, sehr liebevoll, sehr, aber auch bestimmt, würde ich sagen. Also jetzt nicht bösartig, sondern gerade in der Selbstliebe ist die Königin der Kelche absolut herausragend, sagen wir das mal so. Und diese Person muss nicht unbedingt liebestechnisch auf dich zukommen. Es kann sein, dass diese Person eine neue Chefin, eine Mentorin wird für dich. Es muss ja noch nicht mal ein Beruf sein. Mentoren können einem ja überall begegnen, im Hobby oder im Privatleben. Eine neue Freundin vielleicht oder ein neuer Freund hier. Also zum Beispiel in deine Clique oder du bist vielleicht im Bücherclub und dann kommt irgendwann diese eine Person in den Raum und du sagst, wow, ja, selbst auch wenn du heterosexuell bist als Frau und du hast einfach einen Girl-Crush, du siehst diese Frau und sagst, wow, die hat Stil, die ist intelligent, die ist witzig, ich möchte mit dieser Frau befreundet sein. Also hier kommt jemand in dein Leben, der so ein bisschen Zauber in dein Leben bringen. Kann auch Fische sein, ja, Fische, Krebs, jemand, der so dieses Manic Pixie Dream Girl, ja, falls euch dieser Ausdruck was sagt, ja, eben einfach Farbe in dein Leben bringt. Also, es gibt natürlich nicht wirklich Manic Pixie Dream Girls in Realität, weil die sind nur eine Projektion des Autors, ja, des Male Gaze. Aber hier so ein bisschen, ja, Zauber, jemand, der frisch ist, neu ist, andere Ideen hat. Okay, kann auch vielleicht Wassermann hier reinspielen. Ja, also eine Person, die entweder Fische, Krebs oder Wassermann irgendwie prominent im Geburtshoroskop hat. Und dir komplett neue Dinge öffnet, vielleicht Dinge beibringt. Kann natürlich auch ein Liebesding sein. Aber es ist auf jeden Fall jemand sehr Bezauberndes,
Der Tod, ja, mit dieser Person kommt Veränderung in dein Leben, das sehe ich. Das ist auch egal, ob das hier liebestechnisch ist oder mit Freundschaft. Diese Person zeigt dir eine ganz neue Welt. Das ist so ein bisschen wie Aladdin auf dem Zauberteppich mit Jasmin. Zeigt dir eine neue Welt, eine neue Perspektive vielleicht. Und es kann sein, wenn du diese Perspektive einmal gesehen hast, dass du dann nicht mehr zum Status quo zurückgehen kannst, weil dir eine neue Perspektive gezeigt worden ist. Ja? Sechs der Kelche. Diese Person ist ein Seelenverwandter von dir. Es kann ein Seelenpartner, eine Seelenpartnerin sein, also ein Liebesding, aber auch tatsächlich jemand aus deiner Seelenfamilie. Das muss nicht unbedingt mit Liebesbeziehung einhergehen, ja, also so eine Seelenverwandtschaft. Das kann auch wirklich Freundschaft sein oder manchmal ist es sogar jemand aus der eigenen Familie, aber da hier jemand Neues reinkommt in dein Leben, denke ich, dass es wahrscheinlich eine neue Freundschaft ist oder eine neue Liebesbeziehung hier. Okay. Vielleicht aber auch ein Kollege, eine Kollegin, ja, also oder ein Mentor, Mentorin, ein Chefin, ein Chef. Auf jeden Fall habt ihr euch schon einmal gesehen, in einem früheren Leben vielleicht. Dann haben wir die Mäßigkeit, die wow. Also diese Person, die stößt auf jeden Fall etwas in euch an. Nicht intended. Also das sollte jetzt nicht zweideutig klingen. Möglicherweise ist das ja auch sogar so. Aber ja, das war natürlich nur ein Spaß. Also wenn hier etwas angestoßen wird, sind es in der Regel neue Gedanken, Heilung auch. Die Mäßigkeit repräsentiert auch Heilung. Und ja, diese Person regt euch an, vielleicht euch selbst anders wahrzunehmen, die Welt anders wahrzunehmen, indem ihr euch selber anders wahrnimmt. Vielleicht seid ihr sehr streng mit euch und diese Person bringt so eine gewisse Leichtigkeit rein und eine gewisse Portion Mütterlichkeit, ja. Also ich meine, die Königin der Kelche hat auch etwas sehr Fürsorgliches. Und das kann in dir so eine Heilung auslösen, dass du dich plötzlich durch die Augen der anderen siehst, ja, oder des anderen, was sehr magisch sein kann. Wow, die 10 der Kelche. Ja, also diese Person macht dich sehr glücklich, ja, du bist unfassbar dankbar, dass du diese Person getroffen hast, wenn du sie getroffen hast, vielleicht hast du sie schon getroffen. Vielleicht kommt sie halt, wie gesagt, im Dezember in dein Leben. Ist ja auch eine Dezemberlegung, also von daher musst du sie noch nicht getroffen haben. Aber es ist tatsächlich oft so, dass mir das von euch Zuschauern gespiegelt wird, dass oft schon gesagt wird, ja, also auch wenn es für den nächsten Monat ist, ja, ich kenne diese Person schon, gestern getroffen, letzte Woche getroffen. Na, also von daher ist es möglich, dass du diese Person sogar schon kennst. Okay, und dann wirst du wahrscheinlich auch direkt schon wissen, aha, okay, das ist die Lisa, Wassermannfrau, bla bla bla. Und dann wird sich schon einiges wirklich hier gut zusammenfügen. Und wie gesagt, also diese Person, die bringt sehr viel Glück und Entspanntheit in dein Leben. Vielleicht ist es, ne, die Person, mit der du dein Leben verbringen wirst, im Liebessinne, vielleicht ist es aber auch die beste Freundin bis zum Ende deines Lebens oder der beste Freund, ja, der dir gefehlt hat. Vielleicht hast du sogar das Gefühl, da ist irgendwie eine Leere und plötzlich kommt diese Person und füllt das. Ich meine jetzt nicht so, ne, dieses Rettersyndrom, sondern dass man einfach, ne, es geht einem sonst ganz gut, aber irgendwo ist so eine Leere, dass man sagt, ach, ich hätte so gerne, ja, jemanden, mit dem ich durch dick und dünn gehen kann. Und diese Person ist genau diese Person. Okay, also das ist ein Seelenband, würde ich sagen. Was hier ein Vertrag, der eingelöst wird. Acht der Stäbe auf dem Kopf. Die Kommunikation ist entschleunigt mit dieser Person. Ist nicht sonderlich schnell vielleicht. Es kann sein, dass du diese Person
oder dass diese Person, das ist wahrscheinlich, geht nicht so sehr von dir aus, sondern von der anderen Person, dass diese Person sehr entschleunigt ist. Kann eine Person sein, die wenig Medien nutzt, wenig Technologie nutzt, weil sie sagt, oh nö, das lenkt mich ab vom Leben. Kann sehr erdverbunden sein, beziehungsweise wasserverbunden. Also diese Person kann am Wasser leben oder liebt das Meer oder das Wasser allgemein. Und wie gesagt, die Verbindung ist entschleunigt. Also es kann sein, dass diese Person kein WhatsApp hat, keinen anderen Messenger, sondern dass man dann anrufen muss. Oder dass diese Person vielleicht auch nicht so gern telefoniert, sondern dass sie sagt, dann lass uns doch direkt im Café treffen. Also bevor wir jetzt hier eine halbe Stunde telefonieren, ich sag dir das lieber von Angesicht zu Angesicht. Ne? Also hier ist eine Entschleunigung mit dieser Person drin. Finde ich sehr angenehm. Persönlich. Für Löwe. Ich glaube, das habe ich nicht einmal gesagt. Wir haben das Ass der Schwerter. Ja, diese Person bringt dir nicht nur Glück, sondern wirklich geistige Anregung. Geistige Anregung. Also diese Person ist intelligent. Du kannst einfach eine richtig tolle Konversation führen hier. Und das kann sein, dass sich das hier einfach dadurch verbindet. Durch ein Gespräch, durch Gespräche. Es ist sehr leicht mit dieser Person. Daran wirst du sie erkennen. Sehr leicht. Das fügt sich alles so, als würdet ihr euch schon sehr lange kennen. Und wir haben die Königin der Münzen. Ja, stabil. Also da wird eine sehr stabile Beziehung draus. Ja, also wie gesagt, das wird lange halten. Also ob das jetzt eine Freundschaft ist oder eine geschäftliche Verbindung, aber die Verbindung, die Freundschaft, ja, das ist sehr stabil, wird sehr lange halten oder eben es kann auch eine Liebesbeziehung sein. Wie gesagt, also wenn es eine Liebesbeziehung ist, denke ich, dass das ein Lebenspartner für dich sein wird, eine Lebenspartnerin. Bei Freundschaft auch beste Freundin, ja, BFF forever. Also wirklich, dass man irgendwann vielleicht sogar in ein Haus gemeinsam zieht, wenn man alt und runzlig ist, wenn man sagt, ja, jetzt, ne, die Mann und Kinder sind weg, ja, und oder Mann ist gestorben, Kinder sind aus dem Haus und jetzt machen wir hier eine Mädels-WG auf, ja. Also so etwas kann es sein, wirklich, das sehr fest ist und auch ein Mentor oder eine Mentorin für dich, ja, das wird sehr, sehr tief, wird diese Person mit dir verbunden sein. Okay, so, dann schauen wir mal, also finde ich sehr, sehr schön, ich würde mir dieses Spread für mich wünschen auch. Und wir schauen mal auf die Pick-a-Card-Readings. Kleine Mini-Pick-a-Card, ihr kennt es vielleicht schon. Wenn ihr eine Frage habt, dann stellt sie in euren Gedanken, haltet sie dort, bis ich die Karten ausgelegt habe. Wenn ihr keine Frage habt, macht es gar nichts. Das ist eine kleine Botschaft für euch. Vielleicht nochmal eine kleine Bestätigung oder noch ein neuer Aspekt. Es personalisiert auch die Sache ein bisschen. Ja? Und ich habe auch wieder meine Engelsbotschaften, falls ihr mich schon lange schaut. Da kennt ihr die bereits. Die finde ich immer sehr schön. Geben auch immer so einen kleinen, ja, so ein kleines Leckerchen mit auf den Weg, was manchmal auch hilfreich sein kann. Soll ich die beide da kommen? Ihr solltet beide haben. Ich habe gegriffen und versehentlich zwei rausgezogen. Also Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Wenn ihr mehr Zeit zum Aussuchen braucht, dann pausiert jetzt das Video. Ich drehe jetzt um. Nummer 1 hat Vollmond in den Zwillingen. Nimm den Fluss des Lebens an. Also hier, das ist tatsächlich was Karmisches für dich. Ja, das Leben fließt. Wenn es vielleicht noch nicht im Dezember, soweit das höre ich auch, für den einen oder anderen kann es noch nicht im Dezember zusammenkommen mit dieser Person. Oh, es kann eine Zwillingsseele sein, ihr Lieben. Es kann auch wirklich eine Zwillingsseele sein, falls ihr da auf so einer Reise seid. Ja. Für den einen oder anderen wird es noch nicht im Dezember sein, sondern erst im Januar, Februar. Aber eben, lass dich davon nicht beeindrucken. Ja,
fließ einfach mit dem Leben mit. Es wird kommen, auch wenn es vielleicht noch nicht jetzt so auf den festgelegten Zeitrahmen Dezember zutrifft. Okay? Und dann haben wir der Engel des tieferen Sinns für dich. Der bringt dir eine Botschaft. Jede Situation, die passiert und jeder Mensch, der in dein Leben tritt, erfüllt einen ganz bestimmten Zweck. Hier so passend. Oh mein Gott, ich liebe diese Karten. Dein Engel wird dir helfen, deine Bestimmung zu entdecken. Auch wenn es sich für dich nicht gleich erschließt, ist es dein Lebensweg. Und auf dem du gehst. Und alles hat seine Richtigkeit. Oh, das ist auch so passend mit dieser Karte. Wahnsinn. Die Botschaft deines Engels: Vertraue dir, dem Universum und deinem Engel. So wirst du die Bedeutung irgendwann verstehen. Also hier ist etwas sehr Bedeutendes, was du vielleicht nicht verstehst oder was vielleicht auch zeitlich, ne, wir haben ja hier eine Dezemberlegung, aber das ist vielleicht für dich noch nicht im Dezember, sondern erst etwas später. Okay? Aber der tiefere Sinn wird sich für dich erschließen. Okay, danke, dass du da warst. Nummer 1. Nummer 2. Neumond in den Fischen. Stimme dich auf das Göttliche ein. Kleiner Schluck. Stimme dich auf das Göttliche ein. Also hier denke ich, das ist orchestriert von deinen Engeln, von deinen Spirit Guides. Hier ist quasi ein Treffen, was orchestriert ist. Ja, du wirst hier auf diese Situation oder diese Person treffen. Wahrscheinlich, wenn du es nicht erwartest. Und es wird eine sehr interessante Geschichte geben für später. Es ist dann sowas, dass sie sagt, ja, wir waren 15 Mal am gleichen Ort. Ich habe sogar ein Foto von jemandem. Es gibt solche Geschichten, wo sich Seelenpartner als Kinder, dass sie quasi am gleichen Ort waren und sogar Fotos voneinander haben. Ja, und so etwas wird es sein, dass euch später tatsächlich auffällt, oh mein Gott, damals vor 10 Jahren waren wir beide zur gleichen Zeit an den Niagara-Fällen und wir haben uns nicht gesehen. Vielleicht haben wir uns gesehen, aber es ist auf jeden Fall etwas Fantastisches. Wenn ihr das den Menschen erzählt, dann werden die es vielleicht nicht glauben oder es wird halt für euch fast unglaublich sein, das, was jetzt auf euch zukommt, okay? Und die Botschaft, und das ist dann für euch wahrscheinlich tatsächlich ein Lebenspartner, wenn ihr noch keinen Lebenspartner habt oder noch keinen Partner im Allgemeinen. Wir haben den Engel der Leidenschaft. Dein Engel regt dich dazu an, mit der ganzen Kraft deines Herzens zu lieben und zu leben. So kannst du die Vielfältigkeit des Lebens auskosten und genießen. Richte deine Gedanken, Worte und Handlungen auf ein Ziel und packe die Dinge mit Begeisterung an. Die Botschaft deines Engels: lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Okay, also orchestriert definitiv und du wirst diese Person vielleicht bei etwas kennenlernen, das du noch nie gemacht hast, aber immer schon tun wolltest. Danke, dass du da warst. Gruppe Nummer 2. Und Nummer 3, ihr habt ja 2 Botschaften bekommen. Zuerst haben wir den Vollmond im Skorpion. Atme dich durch deine Anspannung. Okay. Also hier gibt es nichts zu befürchten, auch wenn du angespannt bist. Vielleicht bist du sehr gestresst. Klar, wer ist das nicht? Im Dezember ganz viele Menschen. Und hier ist einfach dir gesagt, ja, es ist nicht so schlimm, wie es scheint. Mit der Atemregulierung durch Meditation oder durch Atemübungen, ja, wird sich hier sehr viel regeln können. Denn, wie gesagt, es ist eher in deinem Körper, es ist eher in deinem Kopf. Ja, Ängste sind in deinem Kopf, die Anspannung in deinem Körper, all das provoziert Dinge, die im Außen passieren. Also hier atmen, meditieren, dich erden. All das wird dir sehr gut tun im Monat Dezember. Und ich bin sehr gespannt auf deine Botschaften, die du hast. Ja. Wir haben den Engel des Friedens zum einen. Dein Engel möge dir den Frieden schenken, den du brauchst, um mit dir im Reinen zu sein. Passt wieder so gut. Damit deine Seele in Einklang kommen kann, versuche deine innere Mitte zu finden und alle schlechten Gefühle beiseite zu schieben. Das ist der einzige Satz, den ich hier nicht so mag.
Schlechte Gefühle beiseite schieben. Nein, fühle die Gefühle, schau sie an und entlasse sie. Wir schieben hier gar nichts beiseite, denn das ist Spiritual Bypassing. Und Gefühle, die wir nicht fühlen, bleiben im Körper. Das wollen wir nicht. Also fühlen wir sie, ja. Und vielleicht sogar begrüßen wir sie mit Freude und sagen, danke Angst, dass du da bist. Danke Wut, dass du da bist. Du zeigst mir die Dinge, die ich ändern sollte. Ja, wenn ich Angst oder Sorge oder Wut habe, dann zeigt mir das, hier ist etwas, was sich ändern sollte in meinem Leben. Und daher schau die Gefühle gerne an und lass sie gehen. Ja, wenn du weißt, ach, das möchte mir meine Angst sagen, geht sie von alleine. Okay, Frieden im Herzen verwandelt alles in Liebe und führt zu spirituellem Wachstum. Das ist wahr. Und das erreicht man, indem man seine Emotionen loslässt. Und dann haben wir den Engel der Harmonie. Harmonie und Frieden kommt im Dezember, ja. Da ist für euch schon bestimmt. Oft hilft es, innezuhalten und die innere Harmonie zu spüren. Dann kann sich eine neue Welt öffnen und du spürst, in welch einem harmonischen Einklang dein Herz, deine Seele und alles um dich herum ist. Besinne dich auf deine innere Stimme und fühle, wie du immer ausgeglichener wirst. Dein Engel unterstützt dich dabei, dir selbst und deinem Umfeld durch Empathie näher zu kommen. Jawohl. Und das ist dann wieder das, was ich sage, ne? Habe auch Empathie mit dir selber. Für dich ist auf jeden Fall im Dezember kommst du auch zur Ruhe und Frieden, auch wenn es anfangs vielleicht nicht so aussieht, aber es wird alles sehr, sehr gemächlich laufen, wenn du es schaffst, dich zu erden und deinen Körper auch zu entspannen und deine Gefühle durch dich durchfließen zu lassen. Okay? Ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, einen lieben Kommentar und ein Abo, sodass du nichts mehr verpasst. Und falls du darüber hinaus eine Unterstützerin, ein Unterstützer von mir sein möchtest, kannst du mir ein Trinkgeld zukommen lassen. Zum Beispiel, das geht über den Super Thanks Button, das kleine Herz unter diesem Video. Ansonsten geht das auch über PayPal oder wenn ihr mir was richtig Gutes tun wollt, schaut mal bei meinem Amazon-Kanal vorbei. All das findet ihr unten in der Infobox und im angepinnten Kommentar. Und ich sage danke, dass ihr da wart. Wünsche euch einen wundervollen Dezember und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin!